Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Ja, da gibt es tatsächlich ein Münzgesetz, das solche Dinge regelt. Da steht drin, dass Geschäftsinhaber bis zu 50 Münzen annehmen müssen, egal mit welchem Geldwert. So, und an dieser Stelle grätscht uns wieder mal die Realität dazwischen. Es gibt nämlich auch die sogenannte Vertragsautonomie. Die erlaubt den Geschäften zum Geldverkehr eigene Regeln aufzustellen. Die Kunden müssen darüber aber klar und deutlich informiert werden. So, dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei der Diskussion über solche Rechtsfragen an der Kasse. Vielleicht wollen sich auch die Kunden hinter euch gern beteiligen. Nee, lasst doch am besten gesunden Menschenverstand walten und versetzt euch auch in die Lage der Kassiererin, was die wohl von einem Haufen Centmünzen für die drei gekauften Bananen hält. Das nennt man Empathie und hilft oft weiter. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.